So. Wo ist denn der F-Fox? Hier ist doch der F-Fox. Hier bin ich. So. Du bist jetzt durch, ja? Können wir jetzt Hauptquest machen? Ja, wo ist, hier war noch ein Ausrufezeichen tatsächlich. Ja, das musste ich ja wegnehmen. Das war hier. Das da. Das ist ein Questgeber. Den holen wir uns mal eben. Das war eine falsche Idee. Kannst du mich mal retten? Das war dann doch zu hoch für mich zum Fallen. Süß, wie du da hängst. Ja. Hat er dich jetzt wiederbelebt? Okay. Ja. In die Richtung müssen wir. Ich weiß auch nicht, wie das andere Streamer machen, die nie aufs Klo gehen. Ich denke mal, dass die... Die haben eine Flasche, die Flasche im Schritt. Ja. Ich mache das definitiv über ein Auto fahren. Hier ist irgendwo ein Stoffbehälter. Hey, hättest du Lust auf eine Runde Spaß? Das ist oh Gott, der will Spaß. Ich will Spaß. Flirtest du mit mir oder was? Nö. Obwohl. Nee. Vergiss es. Merkst du, was das Leben mit dir gemacht hat? Schon deine Reaktion auf das Wort Spaß spricht Bände. Unterhaltung? Was ist das? Der sieht aus wie Dennis Rodman, ey. Am Lagerfeuer sitzen, bis zum Umfallen. Oh, bei uns ist gerade, wo der Sturm sehr heftig ist. Unsere Scheiben vibrieren schon. Die Leute sollen sich mal entspannen. Ja, aber das ist nicht so schlimm wie der andere, ne? Stress noch rum? Doch, schlimmer. Was habe ich schlimmer also gemacht? Ich habe ein tolles Spiel erschaffen. Es heißt Ultimate, weil es das Beste ist. Es heißt Fury, weil es so furios ist. Und, warte. Es heißt Cricket. Ultimate Fury Cricket. Was für ein Cricket? Cricket. Genau. Früher war das mal eine Sportart, wo man einen Ball mit einem Schläger treffen musste. In meinem Spiel haut man stattdessen auf Infizierte. Was ist denn am Kampf gegen die Infizierten so neu? Was so neu ist? Na, dass man Spaß ohne Ende dabei hat. Ach so. Super, oder? Aber mit einem Cricket-Schläger, geil. Aufträge, Leute retten, Gebäude säubern. Einfach nur rausgehen und seinen Frust abreagieren. Mhm. Darum ging's doch immer schon in bestimmten Sportarten, oder? Denk mal an Boxen. Wenn du willst, steig in die Arena und schnapp dir einen Knüppel. Gib Knüppel her. Und das Beste, Du kannst damit doch so heftig auch eine richtige Menge Kohle machen. Der Kohle brauchen wir jetzt nicht. Bleib von meinem Bruder Ron weg. Aber nicht jetzt, das ist ein immer wiederkehrender Mann. Er erzählt allen, er hätte Ultimate Fury Cricket erfunden, dabei war ich das. Das ist eine wiederkehrende. Da kannst du in die Arena und kämpfen. Ja. Guck mal, das ist eine Nebenquest. Ja, das ist immer wieder eine. Wie ist sie denn? Lass doch einmal versuchen. Kann nur während der Nacht gestartet werden. Och, Mensch, ey. Wie steht das denn? Ja, wenn du den Cricket-Schläger in der Hand nimmst, um die Quest zu starten. So. Hier noch? Loot. Oh, guck mal, der Typ, der... Was ist das da? Das ist so ein Händler. So, wo wollten wir jetzt hin? Ich hatte doch schon was markiert. Hier in die Kiste wollten wir. Da ist ein Neid dran. Ne, wir wollten eine Hauptquest machen, genau. Da. Warum hast du denn die Kiste hier nicht aufgemacht? Das ist auch nur Loot. Naja, das bisschen. Das bisschen. Wichtig, wichtig. So, da hinten geht's lang. Molotov? Ich hab ja keinen Molotov. Was denn du jetzt? Ja. Ich komme hier nicht lang. Na, dann da drüben über das. Genau. Ja, ich gehe. Ist ja tagsüber, da können wir ja ganz locker auch hier unten langlaufen. Da ist etwas. Was für eine tolle Überkraft bist du da, du Penner? Jetzt bist du zum Schickfresse. Oh, da ist ein blauer. Den hole ich mir. Na, musst du retten, wa?
Nee, ist ein Bandit. Na dann. Hol ihn dir. Aber du kriegst jetzt auch die Erfahrungspunkte, ne? Wenn du den hast, ja. Hab ich jetzt. Nee, ich hab nicht gekriegt. Okay, schade. Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg bin oder so. Okay, dann komme ich mal zu dir. Okay. Vielen Dank, Fluffy. Zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Nacht und einen guten Start in die Woche. Ja, das ist ja morgen leider wieder. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Also wenn ich jetzt hier die Taste drücke, rollt er sich nicht ab. Hä? Musst du die gedrückt halten, die Taste, oder? Ich weiß ja nicht, ich drück die ein. Oh. Wo ist hier der Eingang? Warum ist da ein Fragezeichen? Warum ist da kein Eingang? Hier ist ein Eingang, glaube ich. Hier ist. Ist das nicht der Bazar? Nee. Das ist die Polizeistation. Aber hier ist der Eingang, glaube ich. Ja, hier vorne. Sieht das gut aus, das Spiel? Meine Fresse. Ja, bin drin. Oh, was ist denn hier draußen? Oh. Keine Ahnung. Ist das hier? Was will er denn hier? Ja? Was klappert denn da? Hey Mann, wo bekomme ich was zu essen? In der Kantine. Wir haben eine Kantine und ein Krankenhaus in unserer Basis. Wie bei der Armee. Nicht wie bei der Armee. Das hier ist die Armee. Wir bringen Ordnung in dieses beschissene Chaos. Und wer bist du? Klaus Dieter. Ein Pilger. Ich bin ein Kurier. Ich reise zwischen den Zonen. Pilger? Stimmt genau. Braucht ganz schön Eier, so abseits der Straßen zu wandern. Toll, ja. Gut, Quest, Quest, Quest. Ach, da sind wir hergekommen, gut. Das ist die Quest. Hat jemand das Spiel eigentlich zu Ende gespielt? Ich guck mal auf. Ah, es gibt schon 60 Stunden Spiele, ja. Mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow, ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Ja, bei uns auch sehr, sehr, sehr stürmisch. Na, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. Mhm. So wie im Knast. Doch alles Gefängnis rot hier bei der Militär. Ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich glaube, das wird. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Mhm. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Aber? Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Soll das? Boah, Junge. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Hab ich doch gesagt. Ich will auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Jetzt wäre Schnellreise super. Hackmesser, okay. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren?
Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schwierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Andere Wahl, ne? Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja. Naja. Okay. Also auf zum Bazar, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Händler brauche ich jetzt eigentlich nicht. Hier ist ich auch nicht. Typ, der hat noch was zu erzählen. Die palavern da nur, das ist ja nur... Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Also ich setze große Hoffnungen in dich, Ava. Wir treffen uns draußen. Ned, mein Rekord liegt bei 3. Weil sie dir beschissene Patrouillen geben. Wenn nur ein oder zwei... Haben Sie kurz Zeit? Sie meinen, Sie wissen bereits, wer der Mörder ist? Ja, ich weiß, wer der ist. Noch nicht, aber ich habe andere Fragen. Machen Sie schnell. Ja. Oh Gott, okay. War der Lukas ein guter Anführer? Zu gut. Manchmal wünschte ich sogar, er wäre nicht so kompetent. Was? Inwiefern? Ach, es war schwer, es ihm gleich zu tun. Sie haben vielleicht schon gehört, dass mich nicht alle meiner Männer schätzen. Sobald wir die Leiche gefunden haben, ändert sich alles. Ich werde ihr Vertrauen zurückgewinnen. Sie sagten, Sie wollten wegen Ihrer Familie zurück zum Zentralring. Sie sind mein Ein und Alles. Hayden, seit sich Lukas' Fall festgefahren hat, frage ich mich, ob ich bei meinem Streben nach Beförderung, nach mehr Missionen, meine Familie vernachlässigt habe. Ja, vergessen Sie es. Fast jeder unter meinem Kommando hat jemanden im Zentralring. Jeder will dorthin zurück. Wissen Sie etwas über einen Mann namens Waltz? Vor langer Zeit war ich auf den Straßen des Zentralrings auf Patrouille und begegnete einem Trupp Abtrünniger. Aha. Ich war allein, verängstigt. Aber ich behauptete mich. Fast brachten sie mich um. Ihr Anführer schritt ein, befahl ihnen aufzuhören. Er sah mir in die Augen und sagte, warum gehorcht ein so tapferer Soldat Matt und nicht mir? Wenn du dich besinnst, komm zu Williams Festung. Dann scharte er seinen Trupp um sich und fort waren sie. Erst später fand ich heraus, dass es Waltz gewesen sein könnte. Er wollte mich rekrutieren. Tja, besser ist nicht. Also der Typ, ey. Der Waltz oder er hier? Er hier, also was ist er denn für eine Pflaume? Naja, er ist ja nur als Anführer reingerutscht, ne? Weil... Ja. Aber das mit dem Familie vernachlässigen, also ernsthaft. Obvious hier. So. Ich hatte, es gab einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Ach, guck mal, wer ist. Hier ist eine Nebenquest. Also in 80 Meter müssen wir Questgeber. Peter will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten.
Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Carl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Ist mir egal. Also okay, auf geht's. 80 Meter. Hast du den auch auf der Karte, das Ausrufezeichen? Vorne ist das. Das ist der Typ. Da haben, das ist der, die Quest, die wir hatten da. Sicher? Ja. Hör auf, mich zu verarschen. Ach so. Hä? Ja, das die ist... Die Arena, oder was? Genau. Okay, der sieht aber anders aus, der Typ hier. Das ist gar nicht gut. Mist. Das ist ein anderer. 24 Schritte geradeaus, dann noch 16 Schritte. Hier ist auch kein Baseballschläger, das ist ein anderer. In drei Infizierten. Aber wieder Nacht. 26 plus 82. Aber zumindest mal einsamer. Schritte plus nee, kannst du nicht. Mal zwei, ja. Ach so, ist noch ein anderer hier. Hab ich doch gesagt. Gibt's ein Problem? Ein Problem? Pilger, du musst mir helfen. Ich stecke in der Scheiße. Jeder steckt und zwar in der ziemlich Scheiße. Tief. Wenn du mir nicht hilfst, wird mich dieser kahle Kerl verprügeln. Das ist nämlich mein Onkel. Er hat Hände wie gusseiserne Bratpfannen. Als er mich das letzte Mal schlug, hatte ich ein gewaltiges Horn an der Stirn. Wie ein verdammtes Nashorn. Sah aus wie ein Regenbogen. Also das Horn, meine ich. Okay. So farbenfroh, wie du das beschreibst, könnte man meinen, dir gefällt sowas. Dir wird schon nichts passieren. Bis bald. Was? Oh. So, jetzt die falsche Auswahl. Ja. Warte. Jetzt ist die Quest nochmal weg. Nein, die ist noch da. Nee, die ist weg. Nein. Ein Problem? Ein Problem? Er hat, als er mich... Blablabla. Womit hast du deinen Onkel denn diesmal so verärgert? Noch ist er nicht verärgert. Aber gleich. Ich hab mal einfach nur ein Nickerchen gemacht. Ja. Und dann, zack, hab ich irgendwie durchgeschlafen, nicht. Wie ein Sumpffrosch im Winter. Das Schlimmste ist, dass die Würste kurz vor dem Verrotten sind. Brauchbares Essen wegzuschmeißen ist heutzutage echt ein Verbrechen. Naja, halbwegs brauchbares Essen. Zumindest kriegt man nicht gleich Durchfall davon. Wenn man sie in der nächsten Stunde noch isst, ist alles gut. Okay, da rennt dann maximal vielleicht einer aufs Klo. Aber immer noch besser als verhungern. Schließlich hat keiner so viel Durchfall, dass er verhungert, oder? Aber wenn wir noch 3 Stunden warten, werden alle Ärsche so viel Kacke versprühen wie ein Geysir. Die Kotzerei kommt noch als Sahnehäubchen obendrauf. Mein Onkel wird mich umbringen und meine Leiche an die Infizierten verfüttern. Ja. Ich würde das Essen ja selbst rüberbringen, aber ich muss noch den Räucherofen vorbereiten. Wenn das Essen nicht rechtzeitig ankommt, du weißt, was dann los ist. Komm, gib her die Würstchen. Zeig mir, wo ich hin muss. Oh Mann, du machst dir keine Vorstellung, wie wichtig das für mich ist. Nimm dir das Essen auf dem Tisch und liefere es schnell aus. Na ja, los jetzt. Mann. Wo sind die Kackwürstchen? Hätte ich bloß meine Handschuhe dabei. Wo sind sie? Keine Ahnung, vom Tisch hier. Da. Oh Gott, folgen Sie den Kontrollpunkten in beliebiger Reihenfolge. Das ist es? Okay. Daten. Oh Gott. Ich bin gespannt. Du Heilige. Okay. Scheiße, ich bin runtergefallen. Warum? Ich bin tot. Schon verkackt. Ja. Und jetzt kannst du nichts mehr machen, oder was? Ich verblute, ich bin tot. Na toll, dann ist ja die Dings hier gleich zu Ende. Cheeky. Mach ich jetzt Ehrenrettung hier, oder was? Oh, ich starte quasi neu. Okay. Ich bin jetzt immer noch bei 30 Sekunden. Ist aber auch echt knapp hier, der Sprung. So, der nächste Checkpoint ist dann da hinten, okay.
Ja, Wölfchen, wenn du dir jetzt ein paar Würstchen machst, dann bringen wir welche mit. Aber nur wenn die. Wenn das keine Fleischwürstchen sind, weil ich esse kein Fleisch. In der Regel. Ich bin absolut nicht geeignet für solche Parcours-Herausforderungen. Ja, du wolltest das unbedingt. Ja, aber ich hab ja nicht gesagt, dass ich gut da drin bin, ne? Wo ist der? Wo ist der? Da. Ja. Keine Ahnung, welche Zeit ich hier haben muss. Aber mit drei steht doch oben links. 2 Minuten 30 für Gold. Ah, Mist. Das ist aber locker. Also wenn du am Anfang nicht runterfällst, dann schaffst du die 2 Minuten 30 locker. Ich bin ja jetzt noch knapp dran wahrscheinlich. Ich bin jetzt bei 2 Minuten. Oh nein! Oh, cheeky, ey. Wow. Was eine Würstchen-Herausforderung, ehrlich. Ja, also die 2:30, wenn ich jetzt nicht zweimal runtergefallen wäre, hätte ich die 2 Minuten 30 locker geschafft. Ich habe 2 Minuten 11. Ja, sag ich ja. Ich bin auch gleich da. Hm. Entschuldigung für die Verzögerung. Ja, immer nur nach unten fallen, ey. Wenigstens noch Silber hier einheimsen. Da, da, da. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Kata. Ja. Na, und was ist? Silber oder? Silber. Ja, ja, nein, immerhin. Nice. So, das können wir jetzt immer wieder machen, ne? Mache ich dann beim nächsten Mal irgendwann. Okay. So, ich gehe jetzt Hauptquest machen. Ja, da ist irgendeiner am Quatschen. Ach, Mensch. Badam, badam, bam, bam, badam. Oh, Hemmstoffbehälter? Wo denn? Du, die suchen wir uns jetzt mal in Ruhe, denn. Firefox hat Stress, hört ihr ja. Nee, ich will bloß die Quest wenigstens zu Ende bringen. Das ist so dieses typische, oh, ein Eichhörnchen-Phänomen hier, weißt du? Oh, Nebenquest. Und noch eine Nebenquest. Ich kenne das Spielchen, ich kenne das Spielchen von meinen Witcher 3 Ausflügen, deswegen. Ja, siehste? Ja, man muss das aber nicht, sonst. Oh, ich Maya macht Terror. Nein, die schreit doch nur ein bisschen. Ist ja kein Terror. Terror ist was anderes. Ach, ich sollte. Wusstest du, dass sie diese Tageszeit die goldene Stunde nannten? Warum machst du die Tür nicht auf hier? Nichts Goldenes, aber hey. Hui. Hey, Maya mit Terror. Das ist kein Terror. Was ist das dann? Das für dich schon Terror ist? Kann man da rüber springen? Nee. Hä? Warum, mal hinten lang. Warum kann ich denn da nicht mehr rüber? Was ist das? Wir müssen durch den offiziellen Eingang. Man kann aber da drüber. Dann ja, gibt's hier. Da, deswegen. Die müssen uns wieder reinlassen. Hey, wer bist du? Langsam. Das ist kein PK. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Was? Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Guck mal, der hat eine Narbe da am Arm. Aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den PKs fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Hä? Er war schon 3000 Mal da drin. Er sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Bestimmt neue Geschäftsführung. Die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss. Wir haben doch hier schon das Schaf gegrillt.
Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Oh, guck mal, ein Templer. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, ich jetzt auch nicht noch hier schon mal. Versetz dich mal in meine Lage. Nun weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Beschissen. Mies. Und es wird immer schlimmer. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das überrascht mich nicht, mein Sohn. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Nein. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars, aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein. Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Na, du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut, auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Meine Geschichte. Kaffeeklatsch. Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Aber du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Ja, dann sind wir nicht drin. Reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist jetzt, du? Eine Ziege. Ich mag diese Metapher nicht. Also ich bin dafür. Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Mit der Tür ins Haus? Tja, was nehmen wir denn da? Ach, Tür ins Haus, ja. Ich muss ihn nach Lukes Tod fragen. Ah. Was kümmert deinen Pilger denn so eine PK-Sache? Was hast du davon? Der Tod eines Menschen sollte jeden kümmern. Das unterscheidet uns doch von den Infizierten, oder? Da könntest du recht haben. Lukes Tod ist auch unsere Sache. Aber vor allem, weil wir die Hauptverdächtigen sind. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht, was ich von den Peacekeepern halte. Die alte Welt sei viel wegen Leuten wie ihnen. Raffgierige, machthungrige Faschisten. Es wäre unklug, die neue Welt auf den Werten der Alten aufzubauen. Meinst du nicht? Aber wer solche Ansichten vertritt, und das sind alle von uns, ist in den Augen der PKs natürlich ein potenzieller Killer. Je eher Lukas Mörder also gefunden wird, desto besser ist es für uns. Alan, du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Herman, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Aber um es klar zu sagen, es würde mich überraschen, wenn sie was über die Sache weiß. Sophie ist eine Kämpferin, keine Killerin. Mhm. Ja, danke für die Warnung. Wir sehen uns, Karl. Bis, Karl. Tschüss, Karl. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Huch, da war er wieder bei mir da. Und jetzt bin ich wieder weggeportet. So, wo ist Sophie? Da hinten ist Sophie. Ey, warum bist du 200 Meter weg von mir? Ich bin hinter dir. Stehen neben dir.
Keine Verletzung, okay. Sophie, können wir reden? Tu ihm nichts, Simon. Lass ihn reden. Oh Gott. Viel Muskeln, wenig Kopf, ja? Aber Tattoos können sie noch. Du bist dieser Pilger, der vor kurzem in die Stadt kam. Du bist ziemlich gut informiert. Ich habe kaum eine andere Wahl. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit hier. Außerdem war das gestern ein ziemlich ordentlicher Auftritt. Ich suche Arbeit. Weißt du da zufällig irgendwas? Das war doch nicht gestern. Das heißt, du könntest ziemlich nützlich sein. Aber das will ich erst selber sehen. Ein kleiner Botengang wäre für den Anfang okay, oder? Na, was schlägst du vor? Geh zu einem der Meisterhandwerker, Alberto oder Vincenzo. Beide wissen, wo es die reinsten Kristalle gibt. Hab ich schon. Ich brauche ein paar davon. Für eine besondere Transaktion. Oder? Mhm. Besondere Transaktion? Sollte ich was darüber wissen? Neugier ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hölle, sagt Karl. Glaubst du daran? Mein Motto ist, traue keinem Fremden. Und das ist genau das, was du bist. Zumindest im Augenblick. Finde erstmal raus, wo die Kristalle sind. Dann sehen wir weiter. Diese Kristalle, was hat es mit denen auf sich? Sie entstanden bei dem Chemieangriff auf die Stadt. Eine Art Nebenwirkung. Die Leute glauben, wenn man sie trägt, infiziert man sich langsamer. Das glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Und deshalb sind sie so wichtig für euch? Da gibt es auch noch andere Gründe. Sie sind schwer zu bekommen, schwer zu zerstören und... Und weil sie so schön sind, kommt man schwer von ihnen los, hm? Und vor allem sind es richtige Objekte. Sie sind viel realer als Papier oder altes Geld. Deshalb sind sie ja auch so teuer. Wie meinst du das, Wölfchen? Er fragt, dreht das Spiel die Zeit zurück beim Neueinstieg? Inwiefern meinst du das jetzt, wenn wir neu anfangen oder wenn wir neu ins Spiel reinkommen? Das dreht das immer an die Stelle, wo man vorher den letzten Speicherpunkt hatte. Ja. Vater und Sohn. Also der merkt Alberto, sich schon deinen letzten Spielstand, so wie er ist. Also vor dem Ausbruch hatte er eine Werkstatt und haufenweise Geld. Vincenzo, sein Sohn, ist ein wenig schüchtern. Sie sind beide Handwerker und clever. Solche, die aus einem Kaugummi und einem Stück Schnur eine Armbanduhr machen. Du sagtest, du seist verantwortlich für die Sicherheit des Bazars. Was genau bedeutet das? Jetzt eine Pulle. Dass jeder PK, der unsere Gemeinde freier Menschen bedroht, sicher sein kann, dass ich ihm den Schädel einschlage. So wie Karl euch beschrieben hat, klangt ihr eher wie Pazifisten. Wir versuchen, die alten Regeln über Bord zu werfen und eine neue Ära der Menschheit einzuläuten. Es ist eine echte Revolution. Und jede Revolution braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ideologie und eine bewaffnete Einheit, um sie durchzusetzen. Also schön, ich rede mit diesen Meisterhandwerkern. Sie sind bestimmt auf dem Bazar. Mach deine Arbeit gut und wir können über größere Aufgaben reden. Aber haben wir das nicht schon gemacht? Nein, mit denen nicht. Aber wir haben mit dem Vincenzo haben wir schon gemacht. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, das hätte vorher passieren müssen. Hey, ja, du. Bist du zufällig auf der Suche nach Arbeit? Jetzt sprechen uns hier 800 Leute an. Ich bin Damien. Aiden. Du bist neu hier, oder? Nee. Ich war schon mal hier. Nee. Warum? Ich dachte, ich würde jeden in diesem Loch kennen, aber dich kenne ich nicht. Ich bemühe mich, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Noch eine bewundernswerte Eigenschaft. Du eignest dich immer mehr für diesen Job. Mhm. Und der wäre? Der Job erfordert aber in erster Linie eine gewisse Diskretion deinerseits. Mhm. Du wirst für meine Partner arbeiten und was die machen, geht nur sie selbst was an. Mach dich auf den Weg zu meinen Partnern im westlichen Quarry End. Dort erfährst du mehr. Alles klar, ich melde mich bei denen. Lass sie nicht warten. Doch. So. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Info. Und den hier noch? Du wirst es nicht beweisen.
Hey, der Hauptweiser. Du bist in dieser Stadt bereits eine Legende, wusstest du das? Was? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Warum bin ich eine Legende? Schau, Urban, dein neugieriger Freund ist wieder da. Arbeit gefunden. Noch kein Glück gehabt. Das hat nichts mit Glück zu tun, Junge, sondern mit Charakter. Wie bei dir? Da hat einer Eier. Na gut. Wollte gar nicht. Wonach verlangt deine hungrige Seele? Jemand wie du muss doch eine Menge wissen. Ganz schön energisch. Bei aller Bescheidenheit, das stimmt. Vielleicht hat das jetzt so lange braucht, um das Essen zu liefern. Nee. Also, ich habe gehört, ja hier schon dass ein Pilger gewartet, in die Stadt gekommen ist. War ja jetzt aufhört. Äußerst neugierig. Quetscht die Leute aus. Ungemütlicher Kerl. Guck mal, da ist ein bayerischer Humpen auf dem Tisch. Kann bestimmt kein stimmt. Zufall sein. Original, ne? Kann es sehr wohl. Glaube ich nicht. Weißt du was über Lukas oder nicht? Solche Informationen sind teuer. Kannst du dir nicht leisten. Doch, ich habe Geld. Ich könnte dafür arbeiten. Hast du Arbeit für mich? Hinterlassen Sie Ihre Vita im Sekretariat. Wir melden uns dann. Verrückter Typ. Komm schon, verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Du platzt hier rein, als ob das dein Laden wäre. Du ist hast echt Mund für drei. Das ist mein Mann. Oder sollte ich sagen Pilger? Na gut. Wer ist er überhaupt? Ich habe einen kleinen Auftrag für einen harten Kerl wie dich. Erledige ihn gut. Dann sehen wir weiter. Wölfchen sagt, Dodger sieht aus wie der Kurator aus den Dark Pictures. Ein Typ schuldet mir noch eine Lieferung. Schau, wo er steckt. Hat seit Tagen kein Wort von sich hören lassen. Könnte sein, dass er mir aus dem Weg geht. Normalerweise lässt er mich nicht warten. Das tut niemand. Wer ist der Typ? Hubert. Hubi der Halbaffe, wie wir ihn nennen. Ich kenne ihn. Der Name passt. Finde raus, was dieses Mal mit ihm los ist. Und wieder? Gut, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe. Er wohnt im höchsten Haus am Rand von Trinity Court, gegenüber vom Bazaar, an der Horseshoe. Kannst es nicht verfehlen. Ihn zu finden ist eine andere Geschichte. Wieso? Hubert ist nicht nur ein Hehler. Für Geld macht er alles. Und jetzt versteckt er sich vor der halben Stadt. Er ist total paranoid, lebt wie eine Ratte im Labyrinth, will sich sicher fühlen. Du musst da raufklettern und einen seiner Geheimgänge finden, damit du reinkommst. Firefox hat Man of Medan gespielt. Okay. Ich habe alle Teile gespielt. Wenn du da bist, sag ihm das Kennwort Sayonara, damit er weiß, dass ich dich schicke. Kapiert. Sayonara. So, dann lass uns mal jetzt noch den Quest-Teil hier machen. Dann ist nämlich langsam Feierabend für mich hier. Aber wenn ihr Commander getötet wird, stellen die alles auf den Kopf. Die blocken und zählen mich komplett immer ab die ganze Zeit. Manchmal fragt eine riesige. Also. Eine. Mit wem muss ich denn jetzt hier reden? Eine Werkstatt, Papa. Ja! Ich glaube, der hört eine Werkstatt! Zu. Und wo ist sie? Das hier sieht nicht aus wie eine Allwertung. Bloß Märchen, wenn du mich fragst. Hier kriegst du das Beste des ganzen Bazars. Sophie schickt mich. Sie meint, ihr wüsstet, wo man Kristalle finden kann. Oh, meine Fresse! Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch nochmal? Ist das Kalkhufe oder was? Heißt Barney und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Ja, davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Rein. Sie ist 100. Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Na, ja, danke. Nice. Meine Preise sind garantiert unschlagbar. So, was müssen wir jetzt seit wie viel 1000 Kilometer wegreisen für? 100 Meter oder 120. Na, dann lasst uns das jetzt schon mal machen. Aber dann muss ich auch. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. Ja, eben drum. Wir können nämlich keine Zeit verschwenden. Was? Ach, jetzt müssen wir hier schon wieder hin. Was ist mit ihr jetzt hier? Komm her. Ich bin doch da. Nun, wie sieht es aus?
Ich kenne den Ort, aber wie ich gehört habe, hat dein Bruder schon danach gefragt. Hermann, schau mal nach, ob Barney seinen Funk anhat. Ist aus. Da kann ich sprechen, ja? Barney? Sag was. Barney! Verdammt. Deshalb ist er also nicht zu erreichen. Er sucht auf eigene Faust nach den Kristallen und wirft uns wieder Steine in den Weg. Ich nehme an, das ist nicht das erste Mal. Nein. Er versucht immer, sich zu beweisen. Das letzte Mal wurde er dabei verletzt. Ist noch gar nicht so lange her. Oh, dieser Mistkerl! Ich bring ihn um! Warum machst du dir Vorwürfe? Jeder ist seines Glückes Schmied. Hör mal, du hast es ja selbst gesagt. Du bist noch neu hier. Du weißt nicht besonders viel. Ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich. Und er ist mein Bruder. Ich habe versprochen, auf ihn aufzupassen. Versprochen? Wem versprochen? Vergiss es. Wenn Barney wieder hier ist, kann er was erleben. Tja, wenn. Wie hat sich Barney denn verletzt? Wollte er mir nicht erzählen. Schätze, die PKs haben ihn erwischt. Dein Bruder hat Geheimnisse vor dir? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Bruder. Barney, geh endlich ran! Ach, verdammt nochmal. Wenn er in seinem Zustand in eine Dark Zone gegangen ist, dann war's das für ihn. Ich kann ihn suchen gehen. Du? Ich war schon einmal in einer Dark Zone, im GRE-Krankenhaus. Im St. Joseph-Krankenhaus? Echt? Wenn du ihn rettest, wirst du es nicht bereuen. Du hast noch Zeit. Barney wird vermutlich bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Am Tag in eine Dark Zone zu gehen, wäre Harakiri. Bring ihn einfach unbeschadet wieder zurück. Ich tue mein Bestes. Viel Glück. Er wird es sein, der den Typen da umgebracht hat. Aber das ist jetzt ein riesengroßer Step dann nachher. Okay. Weil das wird jetzt eine Zeit brauchen. Ich bring ihn um. Ja, siehst du, sie bringt den immer noch um. Bist du noch da? Ja. Ich bin hier. Guck mal, ich heile dich hier nochmal. Guck mal. So. Hab dich geheilt. Dankeschön. Soll ich dich auch noch heilen? Guck mal. Ja, ich hab noch. Ja, mein Junge. So. Also ich würde dann, weil das wird jetzt eine komplette Questreihe. Warte mal, wo ist die Karte? Die Karte ist hier. Da wird jetzt nämlich eine komplette Questgeschichte. Ah, den haben wir auch schon vorher gefunden, das Teil. Verlassener Laden. Das ist eine Nebenquest. Hier ist eine vermisste Person. Unbändiger Bruder, genau. Da unten ist das jetzt hier. Handwerksmeister, Dings da, Bums da. Was ist da denn noch? Achso, da ist auch eine Nebenquest. Ja, es ist noch einiges zu tun. Also es ist noch einiges zu tun. Da fehlen 1, 2. Was? Zwei Windmühlen fehlen dir noch. Aber du bist jetzt nicht in den Bereich Downtown gegangen, ne? Du warst ja, du... da war ich doch nicht. Mit dem Glitch oder so, ne? Mit dem Glitch ist unten in der Ecke in Quarry End. Da wirst du wahrscheinlich nach Downtown gehen, keine Ahnung. Beziehungsweise wenn, nach so. Downtown, da habe ich zwei Objekte schon gescannt oder gesehen mit dem Fernglas. Sagt er aber, dass hier ein Fallschirm oder Gleitschirm benötigt wird. Und ich denke mal, so kommst du dann da bloß rüber. Und das andere geht dann in den unteren Bereich, da siehst du nämlich so Konturen, da müsste auch nochmal eine Stadt sein. Also sprich, da wo die Spitze Zipfelchen ist, geht es dann nach Südwesten weiter. Und da kommen dann so eine komischen Konturen, sieht wie Häuser aus. Nochmal. Okay. Möglicherweise, keine Ahnung, was da kommen wird. Und dann können wir beim nächsten Mal, warte mal. Nee, pass auf, wir machen eine Sache. Du kommst jetzt unter Stimme mit, also das machen wir noch. Ich komme mit. So, ich hab die Quest markiert und wir... Ich sehe nichts, egal, ich komme dir hinterher. Genau, und wir springen hier raus. Auch wenn es kurz weh tut. So, jetzt komm mit. Ah nee, da lang, Entschuldigung. Oh, okay. Komm, es sind bloß noch 300 Meter. Ich bin hinter dir. Mach ein bisschen Parkour hier.
Ist ja noch tagsüber, da ist es ja wie gesagt halb so schlimm. Oh, kommt der? Was ist das? Was ist denn hier für ein Problem? Ich hab keine Ahnung. Der Kopf ist ab, du. Ja. Wollte ein bisschen Annäherung. Was machen die denn da? Ja, die beten. Du bist aber hier ganz schön. Oh! Du bist fast schon wieder tot. Bist du schon wieder abgestürzt oder was? Bleib mal stehen, Mann. Ja, ja, steh ja. Verpasse ich dich gleich. Eieieiei. Danke für die Hand. Bitte, bitte. How dumb life, baby. Da ist das X. Das X markiert den Spot. So, da drüben wollen wir hin. Ich bin gespannt. Ich bin ja ungespoilert. Ja, warte mal. Sehen wir da irgendwas mit 71 Metern? Da ist so ein Fallschirm. Nee, da kommen wir nicht hoch. Ah, da müssen wir hier lang. Was? Runner? Wir sind irgendwie sehr aggressiv. Okay, es wird doch gleich Abend, sehe ich gerade. Okay. The aggressiveness level steigt. Nicht da. Du bist so am Arsch. Machen wir den Typen fertig. Wäre ich hier fast reingefallen. Mein Gott. Icky wieder on point hier. Boah, fuck, runtergefallen. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich falle hier die ganze Zeit runter. Einfach hochgeklettert. Ach, da ist ein... ich hab die Paletten nicht gesehen. Das blendet gerade, deswegen. Ach, hier ist... Nee, hier ist ja gar kein... Wo führst du mich hin? Ja, alles gut. Alles gut hier. So, bin da. Dann wieder voll so eine geheime Stelle. Ja, mal gucken, ob wir da auch hinkommen, wo ich hin will. Auf die Schnelle. Nee. Hier ist ein Automat. Hier bin ich verkehrt gerade. Entschuldigung. Kein Problem. Penelope. Ah, hier. Warum fiebt das so komisch? Ja, hier ist, es wird dunkel. Aber das ist nicht schlimm. Oh, die Aussicht ist halt wieder vorne hier. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Probier's mal. Warte mal. Muss ich wahrscheinlich hier rennen, ne? Oder so? Ja, probier mal. Komme ich nicht hoch. Ich kann mich hier, glaube ich, teleportieren lassen, ne? Ach so, wenn ich an der Kiste stehe, wa? Mach mal. Guck mal, ob ich mich teleportieren kann. Warte. Ich stehe jetzt an der Kiste. Nee. Komm ich da irgendwie anders hoch? Warte mal, ich probier's gleich. Aber eigentlich ist das mit einer 100er Dings erreichbar. Oh, gleich macht's Knall. Okay, jetzt macht's Knall. Alternativ, warte mal, alternativ, kommst du hier an der Seite weiter rum? Ja, kommst du, ne? Also hier rechts nicht. Warte mal. Guck mal hier links. Hier geht's weiter. Ich hier einmal außen rumlaufen. Ja. Und dich da hochhangeln. Ach genau. Du Scheiße. Kacke. Hier sind Zombies. Warte. Ich bin hinter dir. So. Ich hier laufen? Ja. Und
und rüberhangeln. Und auf geht's. Das ist also, das ist schon hart. Oh Gott. Fresse. Okay, kann ich mich hier dranhängen? Ja. Okay. Boah. Ich hab aber geschwitzt jetzt hier. So, und hier ist ein Gerätzugangsschlüssel. Mal gucken, warte. Kann sein, dass es hier aber bloß eine Karte gibt. Aber das ist ein erste Militärlieferung. Da müsste eine Karte... Ich habe Militärlieferung plus 1 gekriegt. Ja, dann hast du das. Boah, das war jetzt aber hier ein Jumpe. Ja, aber jetzt hast du das Gebiet auch sehr erledigt. Cool. Wenn wir jetzt hier raussteigen, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, landen wir bei der Windmühle. So, was denn? Ist noch so eine Meisterwindrad. Hast du das schon? Was, das Große da hinten? Das ist questbedingt. So, okay. Das ist, ich bin noch gar nicht runter. Wir klinken uns hier einfach aus, weil dann kommen wir bei einem Windrad wieder raus. Ist ja nicht so, dass wir hier sterben, wenn wir jetzt hier stehen bleiben. Und wir kommen ja hier definitiv beim nächsten Mal Lan gar nicht an. Naja, bestimmt. Na? Juti, dann, Da! War doch eine sehr fruchtbare Folge. Beim nächsten Mal haben wir einiges an Nebenquests zu tun und natürlich die normale Quest zu tun. Genau. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Ja, mal gucken. Ich werde dann morgen Abend dann Aloy spielen weiter. Horizon Forbidden West. Und ja, gutes Nächte, schönen Wochenanfang. Und bis dahin. Tschüss. Hallo.